In diesem Video zeige ich dir, wie man am besten die Körperdrehung im Aufschwung macht. Also bleib dran, wir starten jetzt. Bevor ich ins Detail eingehe, möchte ich definieren, wo für mich der Aufschwung zu Ende ist und wo der Abschwung beginnt. Und zwar ist die Stelle normalerweise ungefähr hier, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist, vielleicht ein wenig darüber, vielleicht ein wenig davor, aber ungefähr hier ist für mich der Rückschwung zu Ende und der Abschwung beginnt. Und das ist deswegen, weil in der Phase hier bereits am meisten Druck am rechten Fuß sein wird. Und ab jetzt wird der Energietransfer nach links beginnen und somit der Abschwung eingeleitet. Ich werde oft gefragt, womit der Aufschwung beginnt. Wenn ich den Aufschwung beginne, beginnt die Bewegung eigentlich nicht mit einer Bewegung nach rechts, sondern zuerst bewege ich mich ganz kurz ein klein wenig nach links. Das heißt, ich verlagere meinen Druck ganz kurz auf den linken Fuß und dann wieder auf den rechten Fuß zurückzufallen. Das nütze ich dann aus, um ein klein wenig Sway zu bekommen. Was heißt Sway? Sway bedeutet, dass das Zentrum des Beckens ein wenig nach rechts geht. Warum ich das möchte, erzähle ich dir später. Nachdem ich die Bewegung von links nach rechts gemacht habe und mit ein wenig Sway eingeleitet habe, möchte ich dann, dass die linke Ferse sich ein wenig hebt, damit der Druck auf den vorderen Fußballen geht. Das mache ich deswegen, damit meine Hüfte leichter drehen kann. Würde ich jetzt hier auf der Ferse bleiben oder eben nicht den Druck auf den Fußballen verlagern, dann würde das Becken nicht wirklich drehen und ich müsste krampfhaft meinen Oberkörper dagegen drehen und das würde dann zu Kreuzschmerzen führen und zu kürzeren und unkonstanten Schlägen. Was hier auch noch ganz, ganz interessant ist, ist, dass die Besten der Welt das Becken in der ersten Phase hier leicht hinaufbewegen. Das heißt, sie versuchen, sich etwas leicht zu machen, etwas groß zu machen, ungefähr bis hierher. Das machen sie deswegen, weil sie im frühen Abschwung oder späten Aufschwung beginnen, das Becken wieder fallen zu lassen. Im freien Fall mehr oder weniger kann man sich das vorstellen. Und dadurch bekommen sie die Kraft in den Boden rein, die sie dann später für den Durchschwung verwenden können. Und damit man das ordentlich macht, ist es notwendig, dass man das gleich von Beginn an hier in dieser Phase bereits macht. Bitte vergiss nicht, dass Golf in einer Neigung gespielt wird. Was heißt das? Wenn du hier schaust im Setup, siehst du, dass mein Oberkörper nach vorne geneigt ist und auch mein Becken schon etwas nach vorne gekippt ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese erste Bewegung mache, weg vom Ball, siehst du auch, dass mein rechtes Becken eigentlich ein bisschen höher ist als das linke und auch meine linke Schulter wird etwas tiefer. Wenn ich jetzt versuche, in dieser Position mich zu drehen oder mit dem Becken hier zu drehen, ist das sehr, sehr ungünstig und ich kann den Boden überhaupt nicht benutzen und werde mir auch sehr, sehr schwer tun, eine ordentliche Schwungbahn zu erlangen. Mache ich nun eben einen kleinen Sway am Anfang und erlaube es, linke Knie zu beugen, das rechte zu strecken, dann begünstigt das die Situation, dass ich eben diese Beckenneigung hier bekomme, die ich mir wünsche. Und jetzt kannst du auch sehen, dass meine Wirbelsäule zwischen meinen Füßen ist und ich nicht den Oberkörper nach rechts weggedreht habe und somit mich in große Probleme gebracht habe. Wenn du dich etwas mit Golftechnik beschäftigst, dann hast du sicher schon gehört, dass Ende Aufschwung das Becken ungefähr 45 Grad sein soll und der Oberkörper ca. 90 Grad. Jetzt gab es da viele Jahre lang die Idee von dem sogenannten X-Faktor, eine Methode, wo gesagt wurde, man soll versuchen, das Becken möglichst wenig zu drehen und den Oberkörper möglichst viel, um eine Art Verdrehung, Spannung zu erzeugen. Man dachte, dass dies der Grund ist, warum man den Ball weit schlägt. Und vor allem in den 80er, 90er Jahren war das sehr, sehr beliebt. Inzwischen wissen wir, dass das nicht sehr gut für die Wirbelsäule ist. Und wir wissen auch, dass das nicht der Grund ist, warum wir den Ball weit schlagen. Und ich würde dich bitten, wenn du diese Idee nach wie vor in deinem Kopf hast, dass du diese aufhörst, weil sie schadet dir mehr, als sie dir hilft. Die Frage ist nunmehr, wie soll ich nun mein Becken und meinen Oberkörper drehen und wie viel? Gut, ich gebe dir jetzt zwei Möglichkeiten,
Entweder bleibt man wirklich komplett ruhig mit dem Unterkörper, bis circa die Hände beim rechten Oberschenkel sind. Und dann beginnt man mehr oder weniger mit derselben Rate Oberkörper und Unterkörper zu rotieren. Dann würde eben dieses Knie hineinkommen. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass ich von Haus aus das Knie mit dem Schläger mitbewege, dann das Knie stoppe und dann den Rückschwung beende. Bitte lass mich unten in den Kommentaren wissen, welche von den zwei Methoden dir besser liegt. Ich wollte dich noch wissen lassen, dass ich auf YouTube hier jeden Kommentar lese und auch versuche zu beantworten. Also bitte sei so frei und wenn dir etwas im Herzen liegt, bitte kommentiere und ich werde versuchen, zu irgendeinem Zeitpunkt dies zu beantworten und freue mich natürlich auch über Anregungen und Ideen, die ihr so habt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Und hier unten kannst du noch ein sehr interessantes Video zum Thema Driver sehen und hier unten ist auch noch ein Video, das dir YouTube empfiehlt. Auf dieser Seite bitte abonniere doch meinen Kanal, falls du es noch nicht getan hast, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei einem weiteren Video. Tschüss!